Hallo Yasin, bist du hier? Hallo Lukas, grüß dich. Hi Yasin, schön, dass du dir die Zeit nimmst für dieses Interview zu einem sehr interessanten Thema, nämlich das Thema Wasser. Und ich möchte eigentlich auch gleich ins Interview dann einsteigen. Doch bevor wir zu den Fragen gehen, schlage ich vor, dass du dich kurz vorstellst und unseren Zuhörern und Zuhörerinnen einfach erzählst, wie du zum Thema kamst, mit wem sie zu tun haben und wie lange du auch schon dich mit dem Thema Wasser beschäftigst. Okay, also ich heiße Yasin Akgün und bin gebürtiger Münchner. Meine Eltern sind aber ursprünglich aus der Türkei. Und wie es halt so gekommen ist, ich habe dann doch eine deutsche Schule besucht und habe die deutsche Sprache gelernt, um ganz am Anfang anzufangen. Und irgendwann kam ich dann als Maschinenbaustudent aus der Uni raus, habe da Produktentwicklung studiert und wollte unbedingt was für die Welt Gutes tun und kam dann nach und nach dann doch in die Branche Wasseraufbereitung rein. Zuerst durch die Firma Plocher, durch die verschiedenen Vitalisierungsprodukte. Aber sehr bald habe ich dann meinen Laden in München übernommen. Der hat ja jetzt schon mittlerweile 26 Jahre auf dem Buckel. Ich habe den übernommen Weihnachten 2006. Das ist die ehemalige Wasserstelle in München. Die ist recht bekannt eigentlich in der Branche. Und da ging es zuerst so mit Wasserverwirbelern und auch ein bisschen mit Umkehrosmose zugange, aber im Endeffekt kam ich dann vor circa 4 Jahren oder drüber sogar auf die Wasserionisierer-Thematik und auf das basische Wasser. Und mein Ziel ist es, der Welt etwas Gutes zu tun, sprich den Menschen, die Schmerzen haben oder Schmerzen bekommen werden irgendwann später, diese Schmerzen so weit wie möglich zu minimieren oder gar nicht entstehen zu lassen durch Gesundheitsprodukte. Und ich hatte schon in der Unizeit bemerkt, dass irgendwie so viel Wirrwarr ist in der Branche. Und mittlerweile weiß ich Bescheid, eben, dass da verschiedene Mächte nicht wollen, dass die Menschen gesund werden, sondern eher sogar noch kränker werden. Und da ist mein Ziel eben, durch verschiedene neuartige Produkte teilweise, aber auch alte Technologien in der Welt und Menschen zu helfen.